Willkommen heute zum Bablü-Talk. Heute geht es darum, was sind Bachblüten überhaupt und wie du deinem Kind gegen Prüfungsstress helfen kannst. Dazu habe ich unsere Bablü-Expertin Claudia Reischl-Mühlbeck im Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du bist auch die Bachblütenpraxisinhaberin in Graz Süd. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke fürs Liebe, Dasein. gerne, gerne. Liebe Claudia, was sind jetzt Bachblüten überhaupt? Jetzt, wo ich erzähle, ich bin in der Bablü, sagen viele Leute, hä? Was machen die denn überhaupt? Was sind die Bachblüten, ja? Ganz kurz erklärt, im Prinzip sind Bachblüten wirklich sanfte Helfer, um unsere negativen Gemütszustände auszugleichen und wieder in Balance zu bringen. Das ist jetzt die einfachste Erklärung und dazu hat man eben diese Essenzen aus den Pflanzen, die wir für jeden Gemütszustand, für diese 38 archetypischen Gemütszustände hernehmen können. Genau, dazu gibt es ja auch so einen Bachblütenführer. Ich glaube, du hast ihn da irgendwo bei der Hand. Magst du mal kurz reinhalten? Genau, das ist der auch kurz und knapp sozusagen erklärt. Den kann man auch bestellen einfach, wenn ihr unter das Video drunter schreibt, ihr hättet gern den Bachblütenführer, nur einfach hinschreiben, dann kriegt ihr den per Post dann auch zugesandt. Wir fragen dann auch nach der Adresse und da gibt es dann nochmal Erklärungen dafür. Aber die wichtige Frage ist ja, weil heute geht es ja auch so um Prüfungsstress. Was kannst du uns heute schon verraten, was hilft, um Prüfungsstress, und ehrlich gesagt, das haben ja nicht nur Kinder, sondern wir auch immer wieder mal, was hilft, um den zu lindern? Ganz einfach die Bachblüte Latsch und die Bachblüte Elm in ein Wasserglas geben. Das mache ich auch jedes Mal. Ich habe es auch jetzt vor einem Interview gemacht, weil da geht es wirklich darum, dass man sich traut, vor Menschen zu sprechen. Also gerade wenn man eine mündliche Prüfung hat. Und beim Elm geht es darum, dass ich kein Blackout habe, dass das Gelernte nicht plötzlich weg ist im Kopf. Und das ist jetzt Latsch und Elm, also kannst du noch ein bisschen was dazu Also erzählen? eben bei der Bachblüte Latsch geht es wirklich darum, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Also gerade eben ihr, für alle Kinder jetzt speziell, wenn wir darauf gehen, wenn sie Referate halten, wenn sie vor der Klasse ein Gedicht aufsagen müssen, damit sie da einfach gestärkt hineingehen, dass sie da keine Angst haben, vor den Menschen zu sprechen. Und natürlich auch bei Erwachsenen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch habe, also alles, was Lampenfieber und so weiter betrifft, nehme ich die Bachblüte Latsch. Und bei der Bachblüte Elm geht es wirklich darum, diesen Blackout, wenn das Gelernte plötzlich weg ist, wenn ich eine Frage gestellt bekomme und im Kopf ist plötzlich Leere, dann nehme ich die Elm. Das geht einfach darum, dass ich diese Überforderung oder diesen momentanen Stress habe und dann wie nichts mehr ist da, also das Gelernte ist alles weg, obwohl ich gelernt habe, dann nimmt man eben die Elm. Super, also das ins Glas und schon funktioniert es besser und leichter. Und wenn viele vielleicht nicht glauben, dass es wirkt, dann sage ich mal, wenn es nichts schadet, dann, also wenn es nichts hilft, dann schadet es auch nichts. Und viele Dinge wirken, ohne dass wir es merken. Weil muss ich ehrlich sagen, ich selber bin auch so eine, die merkt nicht so viel. Ich spüre nicht so viel, aber ich merke dann im Umsetzen, dass mir dann die Dinge dann doch leichter fallen. Also das ist dann auch immer hilfreich. Und Oh doch, aber vom Merken her muss ich sagen, also ich habe das selber als Selbsterfahrung immer wieder gemacht, weil wie wir 2019 angefangen haben mit den Webinaren, ich war ja furchtbar nervös. Und ich meine, ohne diese Tropfen hätte ich das, glaube ich, nicht so ruhig über die Bühne gebracht. Und ich habe selber drei Kinder auch zu Hause. Da nehmen wir die Prüfungstropfen vor jeder Schularbeit, um einfach das Gefühl zu geben, ich habe was, was mir hilft, dass ihr ein bisschen nicht so die Nervosität quasi die Überhand nimmt. ja, super, sehr, sehr gut. Es gibt ja noch viel mehr zur Konzentration und all den Dingen. Und deshalb haben wir am 19.11. auch noch einmal ein gratis, kostenfreies Webinar, die sieben wichtigsten Bachblüten für Prüfung und Lernerfolg. Worum wird es da genau gehen? Genau, da schauen wir uns dann noch genauer das ganze Thema an. Also da geht es auch um die Konzentration. Da muss man jetzt ein bisschen wieder unterscheiden. Da gibt es natürlich mehrere Blüten, die da in Frage kommen, weil es kann sein, dass ein Kind leicht ablenkbar ist, dass es einfach gleich gestört ist, wenn daneben jemand redet oder summt oder singt. Also die können sich dann nicht mehr auf die Aufgabe fokussieren. Dann gibt es natürlich Kinder, die bei den Hausaufgaben trödeln, die lange brauchen, die dann schlampig sind, Flüchtigkeitsfehler machen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten natürlich, wie die Konzentrationsschwäche sich zeigen kann. Oder auch Kinder, die jetzt Träumerlein sind, die sind immer in den Fantasiewelten irgendwie abwesend, wissen dann nichts mehr. Also die kommen heim und sagen, weiß nicht, was der Lehrer gesagt hat, was ist heute Hausübung? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen.
Also da muss man halt ein bisschen besser unterscheiden. Und dann schauen wir uns aber auch an, wie es ist, wenn ich einen Schulwechsel oder Kindergarteneintritt, ist ja dasselbe, oder überhaupt Schulbeginn habe, wie das dann ist mit der Eingewöhnung, weil manche Kinder sich da wirklich etwas schwerer tun, sich in der neuen Situation dann zurechtzufinden. Also wer da mehr wissen will, unbedingt am 19.11. zum Webinar sich eintragen, dazukommen, ist kostenfrei. Die Claudia steht dann auch für Fragen und Antworten zur Verfügung, wie ist bei meinem Kind. Ja, und dann gibt es auch noch eine Überraschung von der Bablü. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, wenn du so eine sanfte Hilfe für dein Kind haben willst. Und am Schluss, hast du noch so einen Tipp, wie wir die Zeit bis zum Webinar am 19.11. überstehen? Ja, im Prinzip ist es wirklich so, also wenn jetzt eine Prüfung schon ansteht, jetzt sind wir ja noch am Anfang, jetzt haben wir ja noch ein bisschen quasi Zeit, aber wenn eine Prüfung ansteht, dann wirklich mit Elm und Latsch im Wasserglas sich helfen, um da einfach gestärkter in die Situation zu gehen. Genau, und das Elm und Latsch, wo kriegt man das? Bei uns im Papiershop einfach Genau. dort bestellen. Glaube ich auch, so eine Lampenfieber-AD-Mischung, wo alles sozusagen gemischt ist drinnen, die kann man sich sonst auch fertig gemischt bestellen. Also wer das haben will, sich einfach melden, dann gibt es das. Ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, für deine Tipps und ich freue mich schon auf das Webinar mit dir. Dankeschön.